Fliegen in Corona-Zeiten. Geht das? Kann man's wagen? Ihr Lieben, keine Sorge, denn ich finde es für euch heraus. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück zu dem Reiseformat hier auf YouTube. Ja, ich bin zurzeit hier am Flughafen in Düsseldorf, denn für mich geht es jetzt gleich mit Eurowings in dem Airbus A320 nach Salzburg. Mein erster Flug nach knapp 3 bis 4 Monaten. Ich bin ein bisschen was aufgeregt und alle Sicherheitsvorkehrungen, die hier in Düsseldorf am Flughafen so über Eurowings an Bord getroffen werden, in diesem Video. Ihr Lieben, lehnt euch entspannt zurück und genießt den Film. Ja, und jetzt, bevor es ins Terminal reingeht, wird es Zeit, sich mit diesem schmucken Dress hier einzukleiden. Ich probiere das Ganze jetzt mal hier mit euch dran. So. Also, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich würde sagen, ist in Ordnung, ne? So, damit wäre ich auch schon angekommen hier im Terminal. Jetzt wollte ich euch kurz ein bisschen was über die Sicherheitsvorkehrung im Flughafen berichten. Also beim Check-in sagt Eurowings, dass man einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten sollte. Ich denke, da werden auch solche Markierungen am Boden sein. Da hinten habe ich schon welche gesehen. Mache ich mich gleich mal auf den Weg hin. Ansonsten wird das Check-in-Prozedere ganz normal sein. Eurowings rät im Voraus den Koffer, da, online einzuchecken. Das bedeutet, man holt sein Flugticket 72 Stunden vor Abflug auf www.eurowings.com und gibt dann den Koffer am Baggage Drop ab. Ich mache das aber ganz klassisch, indem ich jetzt einfach zum Check-in-Schalter gehe, weil ich dann immer so ein bisschen Angst habe, dass der Koffer nicht ankommt. Ja, mal schauen, aber was man definitiv wieder erkennen kann, dass die Flüge wieder in regelmäßiger Taktung hier ab Düsseldorf abgehen. Ich habe mal gerade geguckt, in etwa im 10-Minuten-Takt. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier weniger Flüge starten. Das überrascht mich tatsächlich ein wenig, aber von der Menschenansammlung her, von den Menschen hier am Flughafen, hält es sich hier noch in Grenzen. Kann der Abstand gut eingehalten werden und weniger Aerosole, die hier herumirren. Bitte tragen Sie alle den Mundschutz und halten Sie untereinander einen Abstand von mindestens 1,5 Meter. So, ihr Lieben, eingecheckt wäre ich damit. Kopf habe ich abgegeben, Bordkarte habe ich erhalten. Check-in ging ganz, ganz schnell. Trotz dessen, dass da ein paar Leute standen, der Abstand wurde gut eingehalten. Also, ich will mich nicht beklagen. Und jetzt geht es auch schon zur Sicherheitskontrolle. So, und damit wäre ich dann auch schon durch die Sicherheitskontrolle durch. Abschließend kann ich dazu sagen, dass ich dort keine wirklichen Vorsichtsmaßnahmen erkennen konnte. Es war eigentlich wie immer relativ überfüllt. Die Abstände zwischen den einzelnen Personen, die durch den Scanner gegangen sind, waren auch relativ gering, so 20 Sekunden. Das bedeutet, dass die Aerosole immer noch im Raum wären. Da könnte man irgendwas überarbeiten, muss ich sagen. Jetzt bin ich hier schon im Abflugbereich bei den Terminals. Und normalerweise hätte ich euch jetzt ganz gerne die Hugo Junkers Business Class Lounge präsentiert. Leider hat die geschlossen, habe ich auch vorhin schon mal beim Check-in überprüft. Deswegen habe ich mich hier jetzt in das nächstbeste Café gesetzt. Das kenne ich tatsächlich schon von letztem Jahr im Mai, da war ich schon mal hier. Essen ist ganz gut. Bei den A-Gates gegenüber vom Gate A63 findet ihr das. Also das kann ich sehr empfehlen und hier gibt es auch schöne Sitzmöglichkeiten. Also ihr Lieben, es geht an Bord. Boarding heute in 2 Gruppen. Das geht nach Sitzreihen. Wir beginnen mit Gruppe 1. Das Ganze hat den Sinn, dass weniger Leute in der Jetbridge stehen. Hier kann es ja häufig mal relativ eng werden. Genau, also das ist schon mal eine Änderung, die sich hier im Boarding-Prozess ergeben hat.
Also, ihr Lieben, wie sah das Ganze jetzt aus? Wir haben von der Kabinenbesatzung beim Boeing so ein Desinfektionsdruck bekommen. Das habe ich jetzt mal dazu genutzt, für mir die Armlehnen, den Tisch und sowas zu reinigen. Das ist jetzt seit ein paar Wochen bei Eurowings Standard auf jedem Flug. Mit der Möglichkeit habt, alles zu reinigen, dass keine Viren und Bakterien sich da festsetzen können. Das ist schon mal ein Pluspunkt in Sachen Hygiene. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das dann weiterführt. Es sieht so aus, als hätte ich meine Reihe gleich in mich. Das habe ich vorher schon mal geguckt. Da kann man immer schauen, wie die Maschine belegt ist im Internet auf der Eurowings Webseite. Hoffentlich habe ich hier den Platz für mich alleine. Heute habe ich hier mal mehr Beinfreiheitplätze gebucht. More Legroom, ich zeige es mal gerade. Denn ich habe gedacht, ich gehe da jetzt mal mit Köpfchen dran. Die Plätze hinten kosten weniger. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich mir jetzt die Aufpreisplätze hole, dann ist die Chance geringer, dass jemand neben mir sitzt. Ich hoffe, das Ganze zahlt sich aus. Wir werden es jetzt gleich sehen. Denn wenn sich das auszahlen sollte, dann ist das hier ein ganz, ganz sicherer Flug, virustechnisch. Wir sind gespannt. Ja, die Flugzeit nach Salzburg heute in etwa eine Stunde. Bei bestem Wetter werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier meine Fensterkamera anmache. Dann mache ich euch eine schöne Aufnahme vom Takeoff. Ja, also es wird ein schöner, entspannter Flug. Ich freue mich drauf, nach 3 Monaten endlich wieder hier zu sitzen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und dann sehen wir gleich weiter. The flight time will be approximately 1 hour. Your smartphones and tablets can be used in flight mode if you recognize that one of your electronic devices. War ja wirklich ein herrlicher Start hier aus Düsseldorf raus bei bestem Wetter. Besser könnte es nicht sein. Ja, es fühlt sich wieder richtig gut an, hier zu sitzen. Wie schon gesagt, der Start war herrlich. Meine also, Damen und Herren, aufgrund der aktuellen... Also jetzt gerade kam auch die Durchsage zum Bordservice. Der Bordservice wird nicht wie gewohnt stattfinden. Das bedeutet, es wird nicht die volle Auswahl geben. Aber es gibt eine kleine Selektion, wahrscheinlich an Getränken und kleinen Speisen, sowas wie Sandwiches. Die kommen hier gleich durch, die Flugbegleiter. Man sollte möglichst bargeldlos zahlen, mit Kreditkarte zum Beispiel oder EC-Karte. Eine andere Möglichkeit wäre, das Bargeld passend parat zu haben, sodass kein Rückgeld mehr erforderlich ist. Mal schauen, ob ich hier was genehmigen werde, vielleicht ein Bierchen oder sowas. Also erstmal sehen, was es gibt. Wir sehen uns schon am Anflug auf den Flughafen von Salzburg. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck ordnungsgemäß verstaut ist. Dort verbleibt es auch unwahrscheinlich an einer Evakuierung. Bitte schließen Ihren Sicherheitsgurt und ziehen ihn fest. So, damit wären wir auch schon im Landeanflug auf Salzburg. Das Wetter in Salzburg relativ gut. Die Sonne scheint knapp 20 Grad. Perfekt. Ich fahre danach nach Obertauern zur Felse ein. Da soll es die nächsten 2 Wochen wohl Dauerregen geben. Naja, was will man machen? Ich bin gespannt und freue mich auf einen schönen Tag in Salzburg. Angekommen in Salzburg. Die Landung war sehr schön, wie ihr gerade auch auf dem Video gesehen habt. Jetzt geht's erstmal raus. Tschüss zusammen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, da wären wir. Und damit angekommen in Salzburg. Kurzes Fazit zum Flug. Corona-Maßnahmen waren teils vorhanden, aber nicht wirklich greifend, muss ich sagen. Das Desinfektionstuch, finde ich, könnte Standard werden auf jedem Flug. Es ist jetzt nicht wirklich irgendwas, was einem effektiv vor dem Virus schützt. Check-in-Prozedere, alles in Ordnung. Es
Sicherheitsabstand wurde eingehalten. Ja, es ist jetzt aber nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich etwas extrem Sicheres, wo das Ansteckungsrisiko so minimalistisch ist, dass man das jeden Tag machen könnte, das Fliegen. Wenn man nicht anders kann als zu fliegen, ist das vollkommen in Ordnung. Mund-Nasen-Schutz immer tragen, Hände häufig desinfizieren, dann geht das, keine Sorge. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn ihr es nicht unbedingt müsst, würde ich nicht unbedingt fliegen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir persönlich, es war ein toller Flug. Ich freue mich schon auf den Rückflug auch wieder. Es ist ja ein geiles Wetter hier in Salzburg. Jetzt geht's erstmal zur Felseralm. Dann bedanke ich mich schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch unbedingt mit einem Daumen nach oben. Bitte lasst mir bitte mal einen Kommentar, ob ihr auch fliegen würdet in Corona-Zeiten. Jetzt nehme ich das Ding mal ab. So, dann seht ihr mich auch viel besser. Abonniert den Kanal, wie gesagt. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bald kommt ein Video von Salzburg. Wenn euch das interessiert, die Must-Sees hier, freue ich mich schon sehr drauf. Ich suche mir mal einen Tag mit schönem Wetter aus, so schön wie heute. Und dann sage ich, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.